presente a certa cosa, competizione. Nachher werden wir einfach jetzt nach ersetzter Cosa Competizione hängen. Zack. Haben wir den noch an? Haben wir den noch an? Ach, ist das ja nicht zum Kinderkriegen hier. Starte ich den nochmal. Jetzt machen wir das alles mal von Anfang an. Mache ich sonst nie. Aber. So, jetzt wollen wir den erstmal ein paar Piekser geben hier, damit er auch den Adeptor-Corsa macht. Okay. So, Leute. Wie ihr seht, sind wir jetzt wieder in Adeptor-Corsa-Competizione. Es ist momentan nicht sehr, sehr viel los, oder was? Die Leute spielen alles Ballerspiele, Battlefield. 4, das ist wahrscheinlich neue Mode. Und ich werde mal einfach hier was weitermachen in der Karriere. Bis 20. Starten wir doch einfach das Event. So. Hello everybody, grüßt euch. Hier stehen wir alle. Ich habe wahrscheinlich den da vorne, diesen komischen Mercedes da. Ich bin da gar nichts vorher. Bestätigen wir einfach oder was und dann holen wir uns ein Setup für Regen. Ich glaube, das ist gar nicht so ein großer Regen oder was. Dann hauen wir da jetzt rein und machen hier noch ein bisschen mehr Luft rein. 29,6 ist egal. Gut geschafft. Nochmal hier. Was habe ich da jetzt gemacht? 29,3. Mache ich aber einfach. Ich habe da sowieso keine Ahnung von. Dann machen wir hier die auf 7 und fahren natürlich mit 60 Liter. So viel brauchen wir gar nicht, weil wir nicht so lange fahren. So. Ich werde euch nochmal schön begrüßen. Moin Moin, hier spricht der alte Hamburger wieder. Hamburg grüßt den Rest der Welt. Und ich begrüße auch alle hier auf meinem Channel. Hat Spaß. Go, go, go. Pirelli have asked for a wet tire set test with attendance from all teams in order to bring improvements to their future products. Drive in the cleanest way possible, but with good pace. You will be evaluated based on your best lap on track. So, habt ihr alle verstanden oder was? Wir machen einen Test für Pirelli. Die wollen ein paar Regenreifen testen und haben uns die zur Verfügung gestellt. Und dann wollen wir mal gucken. Na, hier wird wieder ein kleines Rennen passieren hier. So, jetzt sagt er mir wieder, Slicks sind optimal. Schicken uns aber raus mit Regenreifen, die Spinner. Aber. Ein scheiß Gefühl mit fast trockener Strecke und Regenreifen. Die werden wahrscheinlich auch gleich kaputt sein. Ich werde aber trotzdem eine Runde fahren.
Wetter die Pirelli, weil ich dachte nicht vom Kopf stoßen, dass man nicht mit Regenreifen fahren kann. Juckt die Nase wie ein Hase. Den Wagen kann ich sowieso nicht fahren. Momentan wird mir der leider zur Verfügung gestellt. Lipsen möchte ich mal fahren wie Eisers, mein Ferrari. Bremsen greifen aber ganz schön hier. Schön gekommen. Ja, Strecke ist trocken und den Regenreifen. Das kann ja nicht gut gehen mit den Reifen. Wer ist auch nicht wie auf Eiern fest hier? Ja, keinen richtigen Grip machen. Platzen Sie. Ich lasse sie platzen, mir scheißegal. Thank you.
Jetzt sind die Bremsen wenigstens heiß. Wenigstens platzen die Viecher. Das war ja was in die Hose hier. Session is now over. So. Noch schnell Schlucke trinken. So, weiter geht's, komm. Gar nicht lange rumtüdeln hier. Was machen wir jetzt? Karriere fortsetzen. Da müssen wir ja warte mal bestätigen. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Event starten. Starten wir dann mal. Starten wir. Dirk Rush Time. Bestätigen. So, jetzt haben wir jetzt trocken, ne? 5 Minuten. Ach. Ich nehme das hier oben. Oder mal gucken, ob das so gut ist oder so schlecht ist. Elektronik, das machen wir auf 0, das ist richtig. So. Wenn wir mal ein bisschen fahren. Ich glaube 5 Minuten haben wir. Jo, freies Training. Go, 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 ja, komm. Und das ist eine lange Boxengasse hier.
Jojo. So, ich fahre jetzt im Karrierestatus. Mit einem AMG. Ein Auto, was ich überhaupt nicht fahren mag. Wie viele Liter habe ich da drin? 100. Well done, mate. Personal fastest lap. Session is now over. So, das war ein kleines Training war das gewesen. Freies Training. Und jetzt geht das in die nächsten Session in Qualify. So, bestätigen wir. Setup. Holen wir uns natürlich auch das Qualify, das nehmen wir auch mal da vor oben. Oh, ich habe einen Schluck auf. Warum die immer so klein sind, die Drücke, verstehe ich auch nicht. Green light, go, go, go. Auf he geht. Bin immer der Erste, der raus muss. Ich muss erstmal den Dreck von den Straßen aufnehmen, damit die anderen beruhigt fahren können.
personal fastest lap. Fünfter Platz, los. Session is now over. Oh, I figured sit out here. Ach, das geht ja noch. Und mal nächste Session. Wiederholung wird gespeichert. Gespeichert. Ja, waren wir schon. So. Ich nehme jetzt mal Qualify das hier unten. Mal sehen, wie sieht das aus. Ich lasse das jetzt mal einfach so. Vielleicht ist das ja besser. Green, green, green. Das ist sowieso nur diese Outlap-Runde. Aber ich kann ja wenigstens versuchen, die Reifen ein bisschen heiß zu fahren. Jetzt zählt's.
Na, fahr mich zur Garage. Egal. Wir müssen ein bisschen nochmal machen. Ja, das ist, wenn du dieses komische Ding da hast. Komm so zu, ich muss hier noch mindestens eine geile Quali-Runde hinkriegen. Das wird nix. Es wird sehr knapp. So aus. Ach, das ging in die Hose. Egal. Na komm, jetzt mach zu hier. Zwanzig Minuten. Das nehme ich nur mit. Oh, der war schon hoch. Ja, jetzt muss ich leider so lange warten. Ich hab das Ding zweimal gegen die Wand geballert. Aber das ist auch gut. Dann ich mir wenigstens was zu trinken. Ach ja. Komm her, wo bist du? Wo ist meine Bulle?
Macht nichts, egal. Blablabla. Oh, Scheiße. Ich schütte mir die Hälfte noch über die Hose hier. Nee. So, jetzt kann das gleich weitergehen. Und Leute, denkt dran, guck mal, das ging ja voll in die Hose hier. Direkt Race Time hat richtig in die Hose gehauen. So, fahren wir jetzt die nächste Session, und zwar das erste Rennen gleich. Nasse Finger jetzt. 7, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, ich muss noch mal gucken, ob ich hier mein Setup noch drinne habe. Ja, 50 Liter, alles soweit. Reifensatz machen wir hier mal 10. Ach, 5, egal. So. Drück die Daumen, dass das ein bisschen besser wird, das Rennen. Bin hier auf dem 5. Platz. Das kann sowieso erstmal nur wieder. Ach. Das ist so ein unruhiges Auto, oder? Car on the left. Clear on the left.
Well done, mate. The fastest lap so far. Von den Hingängen mit den Wagen hier. Nur am Rutschen. Behind the car in front in sector 3. Car on the left. Clear on the left. Car on the right. Clear on the right. Open.
halfway through, not over yet. Class leader is pitting now. Ich weiß jetzt die Glieder drin. Mandatory stop is not clear. Come on, let's go. The window is now closed. So, das erste Rennen ist gleich vorbei. 5 Minuten noch.
Russell, fastest lap. Gaining on the car ahead in sector 2. Well done, mate. Personal fastest lap. Car on the left. Clear on the left. Ah, 4 Plätze verloren. Weil der Boxenstopp so bescheiden war.
Ja, wenigstens noch einen neunten Platz gemacht. Checkered flag, good job, you did the best you could. I'll bring the car back. F. Wird das wieder so warm? So, nächste Session fahren wir jetzt einfach gleich. Dann haben wir das hinter uns hier auf dieser bescheidenen Strecke. Ach ja, bestätigen. So, wie sieht das hier jetzt mit dem Setup aus? Ich lade den einfach. Was der ja sowieso den letzten da hinten gemacht hat, laden wir jetzt den hier. Und ich werde sagen, ich werde fast nichts da drin verändern. Ich lasse das, lass das einfach so. Uff. 100 Liter. Kannst du mal sagen, was ich mit 100 Liter hier soll? Ja, wieso alles egal? Ach du Scheiße, jetzt scheint die Sonne auch noch. Kannst ja gar nichts kicken. 16. Platz bin ich hier. Das ist mein zweiter Name, Klaas, Klaas Cordy. Schade. Car on the right. Clear on the right. Car on the left. Clear on the left. Car on the right. Clear on the right. Morgen geht das hier nicht wild hier hinten zu. Clear on the left. We've got some light damage on the front of the car.
on the right. Clear on the right. Ganze Arbeit umsonst. Ich wieder da, wo ich angefangen habe. On the left, clear on the left. Pit window is opening. Thank you.
Ich wollte in die Box rein. Still a long way to go. Class leader is in the pit lane. Pit, box. Ja, 40 Sekunden Zeit, was er allerdings ums Koffer sich aufbaut. Das kannst du ja wieder echt vergessen. Ach, warum bin ich den auch hinten drauf geballert? Selber schuld. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Stehst hier rum, die Reifen werden auch noch kalt. Mann, ist das ein Hopser hier. Aber wie ein Karnickel.
Das ist so ein Scheißauto. Hier 1,5 Minuten noch. Brother Main, this has been your personal best. Oh, ein Kracher nacheinander. Dass ich hier ein bisschen weniger sappel, das müsst ihr verstehen. Ich schwitze hier wie sonst was. Da kann ich nicht noch so lange großartig sappeln. Stehe ich jetzt noch die nächste Runde.
leaders on final lap now. Muss ich dieser noch eine machen? Mein Gott. Ich werde wenigstens nicht letzter. Moin Moin zusammen, ist gut, ich bin alleine. The leader has finished the race. Aber trotzdem. Begrüße dich hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hab nur Schrott. Ah, jetzt bist du ja auch da. Ah, siehst du, guck mal hier. Gleich wieder abgelenkt. Kein Problem, das ist nicht deine Schuld, das ist meine Schuld. Bei mir ist das ganze Rennen hier schon versaut. Ist auch nur so ein Karriererennen. Aber ist nicht großartig mit Karriere hier. Weil die Kollegen gleich beim Start eine geditscht. Auto war kaputt. Zwei Runden später. Ein voll hinten raufgezimmert. Und so bin ich jetzt nur noch 15. Take it easy, sagt er mir immer. Ach. Aber was sollst du machen? Ich versuche den ganzen bisschen einigermaßen hinter mich zu bringen oder was hier dies. Na sag mal. Diese Karriere hier hinter mir zu bringen oder dann und dann mal gucken. Ich weiß auch gar nicht, ob die anderen irgendwie fahren oder sonst was machen. Gestern haben sie die ganze Zeit hier rumgeballert. Ich werde mal gucken, wie lange kann ich da mitballern. Weil ich bin schon die ganze Zeit seit, ach, was weiß ich, seit Mittag bin ich hier bei. Als erstes habe ich schön Dingsfuß gemacht. Snowrunner. Hat auch einigermaßen alles geklappt. Und dann habe ich gedacht, mach mal hier ein bisschen. Und darum wollte ich erstmal gucken, ob die jetzt auch wieder da sind. Rumballern. Brauche ich bloß hier unten gucken. Nee, ist kein Mensch nur. Oh, wie spät haben wir jetzt? 19 Uhr. Ich glaube, es ist sowieso jetzt Fußball oder was. Ist das denn hier alles? Das durch dann. Und ich war einfach
Oh, wie hast du das hingekriegt? Pass auf, bisschen fleißig anrammeln. Ich meine jetzt aber nicht mit Autos hier so. War abgeditscht. Ja, meine SA, die sind einigermaßen, die sind oben bei etwas bei 90. Aber was mache ich denn jetzt hier, wie die geprüft sind? So, ich mache jetzt einfach mal hier Stopp beim Dingsbums. Sei nicht böse. Ich weiß nicht, ob wir uns jetzt gleich noch hören, aber ich glaube nicht. Ja, das kannst du sagen, das Ding fährt wie die Sacknüsse. Wir müssen mal diesen AMG hier fahren. Der fährt ja wie ein Zug voller Nüsse. So langsam. Und so unhandlich, dass es gibt. Also, mein Leben würde ich den niemals nehmen. Also, ich mache hier jetzt einfach Schluss. Dann kannst du schön deine Nüsse um die Kurven jagen. Ich danke trotzdem, dass du kurz hier warst. Ich hoffe, wir hören und sehen uns. Und bis dahin sage ich dann Tschüss.